Shall we play a game? Konsole an, das Spiel kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Bin ein Kind, was der Papa kaum sieht. Ziemlich schlau mit einer Schwäche für Mathematik. Mag alles, was mein Bruder so macht. Hass alles, was meine Schwester so macht. Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht. Dann ganz locker das nächste Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level, bis der Endboss kommt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei DMFTV. Ja, gestern Abend der Stream, den musste ich leider verschieben. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt heute Morgen. Warum? Mir ging es gestern nicht ganz so gut. Ich war gestern ein bisschen doll in der Sonne irgendwie gewesen. Und einen leichten, starken Sonnenbrand gehabt. Und da war so Sitzen so irgendwie gar nicht richtig möglich. Und noch so ein paar kleine Maletten hier und da. Aber ist manchmal so. Ich wollte es auf jeden Fall noch später am Abend nachholen. Aber dann, ich habe dann gesagt, das kuriere ich nochmal ein bisschen besser aus und jetzt heute Morgen geht's wieder. Und habe ich gedacht, damit ich mich ein bisschen von der Sonne fernhalte und von einem eventuellen weiteren additiven Sonnenbrand obendrauf noch, habe ich mir jetzt gesagt, ich werde jetzt mal hier heute ein bisschen tagsüber streamen. Falls ihr das jetzt live guckt, freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr euch auch jetzt schon mal einmal hier mit mir begnügt. Und falls ihr es on demand guckt, sei es auf jeden Fall auch alles legitim. Bei dem schönen Wetter möchte man natürlich auch gerne draußen sein. Nur ich, wie gesagt, mit meinem Sonnenbrand. Ich werde mich da jetzt mal heute ein bisschen von der Sonne fernhalten. Es lockt auch immer so, wenn die Sonne, das Wetter so schön ist und die Sonne so schön scheint, dass man dann auch mal versucht, ein bisschen draußen was zu machen. Also geschafft habe ich auf jeden Fall was. Fleißig war ich so gut. Es geht bei dem Wetter und wie gesagt, die Rechnung, die kam dann in Form eines starken Sonnenbrands und also ein bisschen braun bin ich tatsächlich geworden. Das ist bei meinem Hauttyp ja doch eher selten. Aber was soll ich sagen? Kann mich nicht beklagen. Bin ganz glücklich mit meiner kupferfarbene Bräune, wollte ich schon fast sagen. Soweit bin ich noch nicht, aber für meinen Hauttyp ist das schon ganz okay. Und ich sehe hier auch ein bisschen weiß aus, sehe ich gerade. Ich muss da vielleicht noch meine Farbeinstellung noch mal ein bisschen was machen. Ich meine, das Gesicht ist natürlich noch ein bisschen heller als der Rest, ich fuchs mich ran. Meine Maskottchen, die sind jetzt auch fast fertig. Die habe ich jetzt noch nicht geschafft, hier rein zu implementieren. Aber das wird demnächst noch kommen. Ich hoffe, dass die Intros jetzt auch demnächst da sind, beziehungsweise auch die Überblenden, dass ich dann hier halt noch ein bisschen, was schöner ausgestalten kann. Und wie gesagt, ich denke mal, wir kommen hier schon alle ganz gut so miteinander klar. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden von euch, der mich unterstützt mit einem Follow oder so weiter und so fort. Und ich würde dann also auch quasi schon fast gleich starten wollen. Achso, mir fällt gerade ein, ich muss ja nochmal ein bisschen leiser machen. Das merkt er sich ja auch so nicht. So, also würde ich sagen, gehen wir gleich mal ins Game rein, wenn ja gerade schon mal mucketechnisch Pause ist. Yo! Wie immer, ich habe Pause gedrückt. Mach Pause. So. Die Kürze muss ich nochmal irgendwie mal gucken, dass ich das mal irgendwie mal reingefriemelt kriege. So. Mit dem Intro wird das dann nachher auch alles ein bisschen schöner werden. Wo war ich stehen geblieben? Wie immer, wenn was sein sollte. Ich zu laut, zu leise. Game zu laut, zu leise. Irgendwas ruhig Bescheid sagen. Ich versuche das umgehend auch zu beheben. Und guck mal, waren wir schon sogar bei 33%. Ahnst das? Kannst nicht ahnen. Die Kedavo-Station birgt die größten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Ich liebe die SSDs. Also, mein lieber Schmarrn, man sieht es, also Ladebildschirm quasi gar nicht mehr vorhanden. Und super geil. Also,
Ja. Ein ganz, ganz großer Vorteil. Möchte man auch gar nicht mehr drauf verzichten. Oh, ich wollte da gerade schon runterspringen, weil das sah aus, als wäre da ein Vorsprung. Der ist dann doch ein paar Kilometer weiter unter uns. So, mal schauen. Oh. Ganz automatisch. Gepriesen sei der Imperator. Unsere Proteinwürfellieferung ist da. Nein, das ist ein Longbug. Proteinwürfellieferung. Herrlich. So, mal schauen. Also ich muss das auch sagen, also ich bin auch gar nicht so böse, dass ich jetzt hier irgendwie tagsüber schon am Stream bin, weil es lässt sich hier im Keller wirklich sehr gut aushalten. Der Aufzug kommt runter. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Oh. Da ist er. So, dann machen wir einfach mal hier. Nee. Oh, der Exekutor ist auch schon auf Stufe 5. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. 5. Oh, die können wir noch mal kurz mal aufleveln, ja? So, dann haben wir Level 3. Guck mal. Die ist schon Stufe 4. Ei. Der Pixel. Och, der Pixel. Oh. Keine Mumpe mehr. Dann müssen wir doch mal nachhelfen. Unten bleiben, okay. Ui. Immer hinten einstellen, Jungs. Oh, da ist ja noch einer. Kommt der näher. Oh, Mumpe alle. Das ist ja ein Ding. Die wollten gar nicht öfters quer geschlagen werden hier. Einmal hat den gereicht. Wo? Was? Wie? Dach da hinten. Wegen der Abregelung ist der Haupteingang wohl tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Das wird noch ein Weg geben, garantiert. Ich höre schon wieder eine Verkäuferin. Oder auch nicht. Sind das keine Roboter gerade gewesen? Heureka. Ja doch, habe ich doch richtig gehört. Das nehmen wir mit. Mal schauen, ob hier unten noch was zu looten ist. Na, auf jeden Fall etwas einzusammeln. Ja. Oh. Ja, okay. Hauptsache, die wissen, was sie tun. Ich bin dann einfach mal weg. So, dann schauen wir mal. So. Zack. Friere deinen Feind ein mit Miss Turcons neuester Errungenschaft. Kaltfront. Der Kaltfront. Der Kaltfront. In. Ist es kalt hier oder ist das etwa die Kaltfront? Schieß sie auf deine Gegner und gefriere sie zu soliden, unbeweglichen Eisblöcken. Sieh zu, wie sie hilflos herumrutschen und umhergleiten. Und mir schaden ihm und total dämlich aussehen. Also so mit Eiswürfeln? Das ist genau das Richtige für das Wetter. So, und wir haben nicht genug Muni, sag ich. Das haben wir auch nicht genug, das können wir aber mal aufstellen. Hast du sicher genug gekauft? Nein.
Dann können wir noch mal hier ein bisschen gucken. Der ist ja voll aufgebaut. Der Exekutor, der ist noch nicht. Den machen wir jetzt mal voll. Ach, den machen wir nicht voll, weil wir ja gar keinen mehr haben. Haha. Na, wollen wir mal schauen. Oh, das ist Blison. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so lila aus? Vielleicht hat das mit all diesem Dimensionschaos zu tun. Wenn dem so ist und wir draufschlagen, bringt es uns entweder in eine andere Dimension oder lässt uns implodieren. Ah. Wusste ich's doch. Das Blison muss die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Ui. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Oh, das ist hier Aftermath, oder was? Das sieht ja gut aus hier. Ein Schlag und schon alle ausgeflogen. Uiuiui. Ach, ein Bärchen. Hier ist der Aufzug. Da wäre auch noch einer. Klasse. Kann ich mich jetzt hier gleich durch die verschiedenen Dimensionen kloppen, sozusagen. Abwärts. Wenn's dir hilft, Ratchet. Ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann's dir schlimmer nicht ergehen. Wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Krass. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kid. Das will ich nicht riskieren. Das wirkt hier sehr vertrauenserweckend hier. Apropos unter Wasser. Risiko. Wenn die Kedaru-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht, wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blison und kehren in die andere Dimension zurück. Schönes Ding. Schönes Ding. Das scheint mir hier wirklich so eine Dimension zu sein, wo ja, irgendwas den Bach runtergegangen ist. Ja, finde ich schon nice. Unterwasser. Hauptquartiere. Forschungsanlagen. Vielleicht. Oder etwas ist aus einem Behälter ausgebrochen. Oh. Das habe ich hier gerade aus so gedacht. Klasse. Ist das ein Amöboid? Ein Amöboid. Ehrlich. Ah. Gucken wir mal rein hier. Ah. Da, da, da. Ja, wo kommt der denn her? Geilo. Immer eingepackt, den Kram.
Jo. Sonst ist hier weiter nichts, ne? Irgendwas in einem Reagenzglas? Oder Behälter? Ne. Weiter geht's. Es war ein Amöboid! Es war ein Amöboid! Ich wusste es doch! Ja, eat this. Ich kann mich so schwer jetzt über der Pixler. Ach, der Partyfix kann nochmal mitmachen, ja. So. Keine Party ohne Pilz. Nee, andere Waffe besser. Hier, jetzt. Hier macht mal Kleinholz da, wo vorher noch Wälder standen. Waren das alle? Ich würde sagen, vielleicht. Also, wenn die alle so gut looten, obwohl so viel ist das gar nicht. Ja, doch, das ging schon. Also, da können die gerne öfters in so einer Masse kommen. Hätte ich ja so an und für sich nicht so das Problem mit. Bin da auch gar nicht so. Komisch, hat gerade diesen Querschläger gehabt, aber der wollte irgendwie gar nicht so oft querschlagen, wie er sollte. So, wir wollen ja so ein bisschen die Waffen mal so hochpowern. Die Mucke ist schon ein bisschen spooky. Was zu finden hier? Nicht so richtig. Noch mehr von denen. Amöboiden vermehren sich wohl in allen Dimensionen. An ihre Mägen. Knurren hören. Die ist ganz hilfreich gegen die. Mal hier den Gartentrimmer anmachen. Oh. Einer kam natürlich wieder durch. Das war ja klar. Du kriegst einen Querschläger. So. Kannst du dir vorstellen, von diesen Gellippen verschlungen zu werden? Die hätten dich ganz sicher nicht gefressen. Du hast leicht reden. Du bist nicht so ein Häppchen. Was ist das denn für ein Vogel, wollte ich gerade sagen. Für ein Fisch. Piranha-Skala oder was? Wozu ein Aquarium, wenn man aus dem Fenster sehen kann? Nichts hier unten ergibt Sinn. So, was das? Tür ist zu. Gehen wir weiter. Sorry. Ich dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Ratchet. Oh, das ist toll. Und ich komme in Frieden. Hallo, Ratchet. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Darf ich dich Chat nennen? Nein. Und nein. Ich brauche etwas Blison. Oho, ich weiß den perfekten Ort. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen. Aber wie, Rich, wie? Ganz ruhig. Rich. Ich regle das. Ein panischer Roboter. Wenn der Raum leicht überflutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Was haben wir denn da? Nur falls es dich interessiert. Ich wär's ja. Schön, dich kennenzulernen, Schrottbot. Das ist Kim. Hallo. Wir wollen in eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen. Wir haben eine hier. Läuft leider schon ewig nicht mehr. Hat immer tolle Quadrate gemacht. Tolle Quadrate gemacht, das ist gut.
Wie komme ich denn dann darüber? Muss ich darüber jumpen, dahin und dann rüber oder was? Geht da nur in die Richtung? Ich möchte aber dahin. Naja, gut. Ups. Das geht nur in die Richtung. Schade. Na gut. Dann schauen wir mal. Wie er damit findet. Plop, plop. Ganz simpel. Na, ganz simpel. So viel dazu. Sag mal, lass mich darauf. Darauf, drauf. Ah, okay. Boing. Nett. Die fahren sich gleich automatisch zusammen und wieder auseinander. Batsch. Haben wir so den Fisch kaputt gemacht. Jetzt hier mit so einem komischen Arm. Habt ihr keinen gesehen oder hat er sich den jetzt schon geschnappt? Und sagt mir aber nichts. Der Lümmel, der. Also irgendwie liegt hier nichts. Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Wenn du mit Schlüssel meinst, leicht und sicher Knöpfe zu drücken, dann ja. Was? Aber Bridon, gleich davon ist ein Aufzug, der uns zu einem von diesen hübschen, leuchtenden Kristallen bringt. Ja, das mit dem Wasser, das gefällt mir nicht ganz so gut. Schreit quasi nach Ströme. Safti. Also Hauptsache er kann sie zuhören, das ist ja schon mal viel wert. Aber ein bisschen höher hier. Hier war nichts weiter, ne. Schön ein auf Alien hier. Ich drücke schnell den Knopf mit dem alten Zugriffsarm. Mach das mal. Nein,
Nein, mein Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm. Was für ein Unsinn ist. Oh. Ihr müsst ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Schrottmann. Ich bleibe nicht unten. Sind wir wirklich unterwegs oder was? Das hört sich verdammt danach an. Ach, da unten? Nee, was? Wie? Wo? Ist das noch einer? Oh, hier. Das schmeckt ja überhaupt nicht. Dann machen wir es halt auf der Rabiate-Tour. Der Rabiator. Der ist in seinem Fahrstuhl. So, er wollte irgendwas mit seinem Arm neu programmiert haben, glaube ich. Gucken wir mal. Da geht's hoch. Schauen wir mal. Da leuchtet was. Das war nur Energie. Hinter mir. Aua. Yay. Der gute alte Negatron-Beschleuniger. Also ein Boy nochmal vom Garten, glaube ich. Rast du hoch? Nee, Megatron-Beschleuniger, verdammt! Wüste. Das muss ich doch hier drückt halten. Da kann ich doch nicht einfach so loslassen. Da fällt ich doch runter. Ein kleiner Mui. Energie. Mir war da so, als hätte ich ja noch was gebraucht. Da hüpft er einfach darüber hinweg. Ich gebe mir da so viel Mühe mit dem Schießen. Und denn sowas. Sehr undankbar. Red Shady? Ja, Red Shady Daddy kommt hier schon angeschnisselt. Ups. Gut gemacht. Das war echt. Jetzt hätte ich's gewusst. Oh, so verspielt habe ich Safti noch nie erlebt. Das ist verspielt? Ja. Sonst
schlendert er nur durch die Station und macht sein Ding. Aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Das ist irgendwie immer so russisch veranlagt, nicht, ne? Das ist mein Lieblings-Bison der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, wenn man es 6 Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. War mir ein Vergnügen, Rara und Kitty. Oha. Rara und Kitty. Die müssen wir noch mitnehmen hier, das nutzt ja alles nichts. Ra ra und Kitty, 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 Kitty. Da geht's lang. Mal gucken, was passiert. Oh, Servus. Ja, wo kommt der denn her? Noch eine Dimension? Ja, sehr witzig. Sagt George Spott, er soll morgen lieber auf der Hut sein. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Ich glaube, das war aber noch nicht alles mit Safti. Safti. Was ist das für ein Name? Emsiges Treiben hier. Ah. Tada, tada. Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ross. Ich inspiziere eure Anlage, weil sie so weiß ist und orange. Ich bin nämlich Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt hast du's ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein und betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Indekorateur. Sehr clever, Dekorateurin Kit. Was machen wir jetzt? Umdekorieren. Plaudern, legt sich ihr Misstrauen vielleicht. Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform da oben aus gesteuert zu werden. Ich dürfte das nicht wissen, aber der Imperator. Allein schon Speicher wird gelöscht werden. Ich weiß von nichts. Emsiges Treiben hier, ne? Oh. So. Ach, da oben soll ich hin. Manchmal mal kurz mal Lucky Lucken machen. Baupläne hochgeladen. Schauen wir mal. Mhm. Verstehe.
Improvisierst du gerade? Komm schon. Haben die Schmiede nur mit Hilfsstrom betrieben? Der Hauptstromschalter ist genau da! Ah, war nur ein Belastungstest. Mal sehen. Ja, alles zerbricht. Völlig korrekt. Völlig korrekt. Sehr praktisch, dass es mit einem Totenschädel markiert ist. Ergreift diese Scharlatane! Hallo, Eindringlinge! Wir eskortieren euch in den Geolupter! Wieso ging die Schmiede nicht? Die Energie war wohl zu niedrig. Aber der andere Knopf sah nicht richtig aus. Nee, sah nicht. Du kannst doch nicht improvisieren. Tu ich nicht. Ich handle intuitiv. Überall Security. Wir müssen hier raus. Was ist mit dem Illusionator? Uns fällt schon was ein. Da, da, da. Wir müssen weiter. Alles kaputt gemacht hier wieder. So. In den Dekorative. Und mache einen Müsli-Schüssel aus euch! Die Rubion-Schmiede wurde zerstört. Schnapp den Lombax! Was? Schnapp den Lombax! Schnapp den Lombax! Tiefenentspannt der Kerl. Aber gut, wie sie es gesagt hat. Die Schmiede wurde zerstört. Oh. Guten Tag. Das waren nicht die letzten. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und wenn wir Blison nehmen? Gute Idee. Eine Monsterdimension wird gerade ziemlich verlockend. Erstmal gucken wir, ob wir hier noch was Schönes sehen. Panik, Panik, Panik. Oh, 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 oh. Oh. So, da wollen wir doch mal wieder hier mit ein paar. Ach, Partypilze. Eigentlich genau das Gute hier. Das ist unser Ausweg. Ja, ist ja besser. Oh, da ist schon ein bisschen kaputt hier. Dann nehmen wir den Arm. Rucki zucki.
Das Geld liegt hier auf der Straße. Da kann ich was drehen. Noch was Schönes hier. Das muss der letzte gewesen sein. Wo war die Falle jetzt? Kaputt. Schön, dass ihr auch immer die Tür wieder verriegelt. Naja, dann hauen wir mal rauf hier. Hammer time. Rubion-Schmiede, die den Dimensionator bauen konnte. Wir sind doch hier noch in einer. In dieser Dimension ist noch eine. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Richtig. Aus irgendeinem Grund geben mir all diese Rettungsboote kein sicheres Gefühl. Ich weiß nicht wieso, aber... Ja... Uiuiuiui. Oder so Frühsport hier. Mensch. Alles klar. Das sind wir schon. Tada! Torso, Captain Starshield. Okay, wollen wir kurz gucken. Was bringt uns denn das hier? Roboterpirat war es nicht. Captain Starshield. Oh, 10% Erfahrung. Was haben wir jetzt gerade drauf? 20% reduziert. Aber Erfahrung finde ich eigentlich immer ganz cool. Und die Prätorianer-Schuhe waren für verdientes Raritarium. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ist ja bislang alles machbar gewesen. Von den Gegnern her ist ja jetzt nie wirklich so gewesen, wo man gesagt hat, ach du Elend. Da muss ich doch gleich mal ein bisschen leichter stellen. Da ist er wieder, unser kleiner Kumpel. Ah, Rex, Schrottbot, was ist nötig, damit deine Rubion-Schmiede wieder läuft? Ohne Energie hat irgendein fieses Virus das System infiziert. Es läuft erst wieder, wenn es gereinigt ist. Ich glaube, dafür habe ich genau die richtige Freundin. Ja. Das glaube ich allerdings auch.
wollen wir mal schauen. Hier geht's nicht. Hier auch nicht. Du hast freie Hand, Glitch. Einmal rein. Spielzeit! Moment. In dieser Dimension sind auch Viren? Eine Nuklearimpulsaufrüstung? Jetzt fliegen sie auch noch? Na und? Sie werden trotzdem genauso gelöscht. Die Mugge ist auch so abgedreht. Oh. Da, da oben. Wenn du einen Virus löschst, kannst du die gestohlene Energie absorbieren und für den Nuklearimpuls nutzen. Ah, ich glaube, das müssen wir gleich anders machen. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ach, da oben rauf. Da hatte ich gerade ein bisschen falsch gedacht, aber... Hast du noch was? Nein. Mal schauen hier. Wir haben da überall Schutzschilder vor. Da geht's nicht durch. Aber auch nice, dass der Firewall auch wirklich wie eine Mauer aussieht. Hohohoho. Oben haben wir es. Ups, oh, meine Energie, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Yippie. Was bedeutet, dass die Firewall jetzt wieder komplett frei sein sollte? Schaut gut aus. Jetzt wird sie übermütig. Eine Falle! Oh oh. Nein.
Oha, meine Energie. Oha. Ist das das Virus? Jemand muss sie stoppen, bevor sie sich noch weiterentwickeln. Aber das ist hier kein Problem. Die Rubion-Schmiede ist jetzt wieder sauber. Also kannst du übernehmen, Ratchet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dilli, dilli, dilli. Ich wusste, du schaffst das, Glitch. Danke. Gut gemacht, Ratcho. Du kannst die Schmiede anschalten. Da kriege ich ja einen Spitzner nochmal an. Indem ihr die Energiequelle findet. Zuletzt habe ich sie die Treppe runter hinter der Druckschleuse gesehen. Aber unter uns, es ist etwas gruselig da unten. Zuletzt hat er sie da und da gesehen, die Energiezelle. Ist geil, hat die Beine oder was? So, machen wir ganz kurz Pause, ich bin gleich wieder da. So, auch mal kurz mal einen anderen Controller rangeschmissen. So, einmal Treppe runter, wo es gruselig ist, ja. Ah ja. Das ist allerdings eine heftige Tür. Da, Oh. Ich sah nur Alien, lässt grüßen. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hält uns der Schrottbot zum Narren? Keine Ahnung, aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Bisschen, ja. Suchen wir uns etwas Blizzard. Hat noch eben dort schon was gesehen. Ach, diese Röhren kann ich auch kaputt machen? So kommt aber nichts raus. Also bringt nicht so viel. Obwohl, die leuchten mal testen. Lecker. Da ist jemand. Ich sehe ihn. Ist das? Natürlich ist das das. Schmeckt's denn? Wer ist es? Feuer einstellen und lauf! Oh, das ist natürlich ungünstig, ne? Ratchet, du machst ihn nur wütend! Okay. Hat er was? Hat er was gesagt? Laufen. Wohin? Zerschmettere den leuchtenden Weg. Ratchet, du machst ihn nur wütend! Ja, ich mach doch gar nichts mehr. Der Pilz ist es. Waffen stören ihn nicht mal! Stören ihn nicht mal. Ich glaube, wir machen mal weiter hier. Dong, dong, dong. Was höre ich denn da? Lauf einfach weiter.
Ratchet? Ich kann nirgends Blison sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen? Vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Diesmal. Vielleicht, dass ich hier nicht intuitiv handeln würde. Das sind zwei. Einmal hier, einmal da. Ist hier irgendwas? Da ist Energie. Die können wir gebrauchen, nehmen wir mit. Das Schloss wird per Boltkurbel gesteuert. Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Er hat uns nicht bemerkt. Noch nicht. Ui. Der Raum ist unter Wasser. Da. Ist aber... Na komm, einer noch. Na komm. Der da so schnell hinkommt. Lüftungsrohre aller Alien oder was? Ach, die Dinger wachsen auch wieder nach. Aber. Oh, servus. Wie kommt er so schnell hierher? Ja, das. Hier sind überall Luftschächte. Jetzt hätte ich's geahnt. Ratchet, du machst ihn nur wütend. Oh, ich mach doch gar nichts. Ich hab doch nur die Kisten gemacht, aber sind die Kisten seine Freunde. Wollen wir mal nicht so rumzicken hier. Oh. Ich hab langsam genug. Aua. Au! Alter! Der verpult aber mal ein. Was war denn das irgendwie mit den fünften Fingern hier? Komm. Schnell durch hier. Du könntest Nanotech brauchen. Und Artillerie manchmal. Amöboiden! Oh. Nicht schon wieder. Na, ja, lieber die als das andere Viecher. Was ist mit dem Licht? Da ist er! Das ist etwas beunruhigend. Oha. Der hängt ja da oben in der Luft hier.
Der kann sich nicht entscheiden, der Quirsche. Also bei vielen kleinen Gegnern ist der echt sinnlos. Nehmen wir mal hier einen von da. Wir müssen ja auch noch mal ein bisschen. Biogefahr gebaut. Systeme online. Oh, der Computer ist angegangen. Können wir uns das ansehen? Da ist ein Forschungsprotokoll. Interessant. Sperre entriegelt. Sprengtür entriegelt. Oh oh. Gut, mir doch egal. Spiele Stationsprotokoll weiter ab. Kommt her! Okay, da hinter dem Griff. Ich habe ihn gerade herumspielen sehen und da, seht ihr ihn? Wie kann er so umschwimmen? Oh, ist das ein Hallo? Wartet, was macht ihr denn da? Ihr tut ihm weh! Stopp! Hört sofort damit auf! Stopp! Das war der Schrottbot? Und ich dachte, er redet von Safti. Nichts wie raus hier! Ja. Also scheinbar ist das gegen seinen Willen hier festgehalten worden. So, die Tür müsste wieder gehen. Fast geschafft! Lauf! Okay. Wenn ich Blison wäre, wo wäre ich wohl? So kann man da natürlich auch rangehen. Mein Sauerstofffilter noch. Hab ihn Jahre nicht gebraucht. Cool. 300 Meter. Jetzt kann das Viech doch hier mit rausschwimmen. Dann kann hier kommen. Schwimme in die Freiheit. Ratchet, sei wieder frei. Ich hab darüber nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Savali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest, wollte ich auch nichts riskieren. So. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kid. Das bedeutet mir viel. Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Da. Die Störung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht noch. So, da können wir lang, da können wir lang. Na, grüezi. Mehr Krämpfe. Ich krieg gerade wieder Hunger. Was liegt denn hier so Schönes? Das war der andere Weg, genau. Okay. Muss man ja mal gucken. Kann ja mal sein, dass man dann doch gleich einen anderen Weg sich auswählt, wo man da nicht unbedingt dran vorbeikommt. Immer mal schauen, ne? Da ist eine Luftschleuse. Da hinten komme ich nicht hin, oder was? Doch. Geht doch. Vier Stück gleich. Das ist ja nice. Das könnte vielleicht auch der Bonus gewesen sein mit den 5%, den meine Schuhe da irgendwo mitgeben.
So. Oh. Automatisch. Ah. Komm schon. Och nö. Oh, jetzt häng ich hier. Ah. Schnell weg. Hallo, der Innenarchitekt ist wieder da. Inneneinrichter, Entschuldigung. Da sind sie alle weg. Braucht ihr zwei neue Ausrüstung? Na, auf jeden Fall. Ich habe einen besonderen Rabatt bei 100 Faden. Miss Zurkon? Was machst du denn hier? Wenn Zurkon Junior existenzielle Ökonomie an der Bourgogne-Universität studieren möchte, dann werde ich dafür sorgen, dass wir uns das leisten können. Du hast wohl ein paar freie Zellen und das entsprechende Raritanium. Ja, aber hallo. Immer rein damit. Und den Partypilz wollte ich noch ein bisschen aufmotzen, weil der hat eigentlich auch noch ganz nette Dinge. Das nenne ich Vollstreckung der nächsten Generation. Jo. Was ist das hier? Splitter detonieren Zeitverzögerung und versuchen Sekundärschaden. Das ist allerdings auch nicht schlecht. Ich würde sagen, das hauen wir nochmal schnell rein. Die Aufrüstung wirst du lieben. Dann machen wir die beiden auch noch rein. So, dann haben wir das hier auch fertig. So, Mr. Partypilz, Partypilz. Giftwolke. So. Cool. Sorry, keine offenen Zellen. Ja, ja, ja. Boah, ey. Ah, das ist aber echt nice. Also hier merkt man so richtig das Feedback vom PlayStation 5 Controller. So, vorher war das ja immer so wirklich Fingerspitzengefühl und hier ist wirklich so Widerstand. Also man muss da jetzt gar nicht so großartig aufpassen, dass man nicht ganz durchdrückt, wenn man nur ein Schild möchte. Das ist sehr cool. Die habe ich noch gar nicht benutzt, die Dinger. Ich muss hier mal, glaube ich, bald mal ausmisten. Und ja vielleicht mal Schnittzuweisung haben wir auf jeden Fall. Machen das einfach mal hier irgendwie so ein bisschen. Und den machen wir dahin. Und den dahin. Die Dinger, die wir noch ausbauen wollen. Ah, der ist aber auch gleich fertig. Dann machen wir da die obwohl, die brauche ich auch öfters. Machen wir den dahin. Obwohl, nee, da. Nee, ja, völlig Quatsch. Starkes Magnetfeld. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Unmöglich! Diese Dekorateure haben die Dekorateure gefunden! Die Dekorateure, die betiteln uns immer noch mit Dekorateuren, ehrlich. Da. Was ist Schieß hier? Oh. Los, nix Mumpos mehr hier. Hey. Disco.
Der ist auch bald durch. Der ist durch. Der ist durch. Der ist durch hier soweit. Okay. Deswegen hatte der gesagt, Ratchet, wenn wir ihm keine Chance geben, wer dann? Ja, hast ja recht. Suchen wir eben eine andere Energiequelle, wenn wir so lange überleben. Müssen wir nochmal schnell looten hier. Ja, niemand sagte, dass das Richtige und Gute zu tun immer das Leichteste ist, ne? So. Klingt das Fauchen erfreut oder wütend? Schnappt euch die Energiequelle! Hoffnung stand heute nicht auf ihrem Zeitplan! Er hilft uns! Er hilft uns! Mann, da bin ich aber froh! So. Nein. Na, gut, dass das. Endlich die schweren Geschütze, was? Elite Sicherheitskommando? Die sind ja wirklich schwer. Oha. Oha. Schwere Geschütze, die schwer sind. Das ist also auch wieder sehr, sehr lustig. So, dann. Da ist wieder die Munition alle. Oh oh. Voll reingelaufen. Das macht man doch nicht. Diese macht man nicht. Aua! Da hätte ich mal in Deckung bleiben sollen, ja. So. Hey, Safti! Du weißt nicht zufällig, wie man die Rubion-Schmiede sonst noch hochfahren kann, oder? Klar, dass wir ihm... folgen? Geht ja eh weiter, also daher. Das Blison. Er will mit uns kommen. Überall ist es besser als hier. Vielleicht kann er uns ja doch bei der Schmiede helfen. Tut mal los, ne? Bist du noch bei uns, Safti? Na los. Die Rubion-Schmiede ist oben. Komm schon, Seth. Ich bin's nur, der gute alte Esmi. Das sagt die böse Sachen. Wow.
Ja. Ist wieder auf Maximalstufe. Geht doch. Und jetzt bitte den richtigen drücken. Hat's geklappt? Er freut sich. Also sieht formtechnisch schon mal richtig aus. Geschafft, Kid. Du bist ein guter Partner. Bist man Roboter. Neue Freunde sind großartig. Sieht aus, als müssten wir jetzt nur noch zurück zum Schiff. Oh, dieser Aufzug bringt euch wieder an die Oberfläche. Kein Problem. Kommt bald wieder, Wretches und Kittles. Danke. Und alles klar. Ich hab's immer auf Energie, so ein bisschen können wir noch vertragen. Ja, Schrotti, geht ab. Geschafft, Ratchet. Wir haben den Dimensionator gebaut. Und wieder nach oben. Ja, das haben wir wohl, was? Oh, das geht aber schnell. Hey, so als Team ist es doch nicht so schlecht. Wir haben die Dimension noch nicht gerettet. Das ist der Express-Aufzug, würde ich sagen. Wir müssen zu Zokis, um uns mit Rivet und Clank zu treffen, wenn sie fertig sind. Oh, wie treffe ich jemanden? Wovon redest du? Du hast mich getroffen und das lief toll. Ich bin vor dir vom Archiv gefallen und hab geschrien. Laut. Oh. Stimmt? Keine Ahnung. Sei einfach freundlich und offen. Und denk nicht so viel. Nicht so viel denken. Okay. Nicht so viel denken, ja. Manchmal hilft das. Manchmal auch nicht. Tada! Angedockt. Oha, News. Hört ihr das? Genau so klingt es, wenn ich Lügen zerstöre. Dreckige, üble Lügen. Sie sagen, diese Dimension ist instabil. Wir werden in eine formlose Leere gesaugt. Falsch. Und wer was anderes glaubt, dem befehle ich, seine Augen in die Verbrennungsanlage zu werfen, weil sie offensichtlich nicht funktioniert. Noch wichtiger, die Lombax-Vandalen sind nicht entkommen. Wie hätten sie? Wenn ich sie noch nicht mal geschnappt hatte. Ihr Schwachköpfe! Hier. Ihr wollt die Wahrheit. Mein Lombax-Kopfgeld beträgt jetzt 27 Squintillionen Nefari-Taler. Seht es euch an. So viel. So real. So absolut nicht gefälscht. Und es gehört alles euch, wenn ihr diese blöden Lombaxe fangt. Euer Nefarius scheint genauso fies zu sein wie unserer. Ja, er ist echt speziell. Echt speziell. Das. Oh, hier gibt's noch sogar zwei weitere Bolzen und einen Infobot. Na. Okay. Da fehlt noch ein Bolzen. Rivet kann sicher nette Belohnungen gewinnen, wenn sie jetzt in der Arena kämpft. Okay. Rivet muss ein paar Zobsteine finden? Viel Glück. Oh, dann ist er Prime. Ich hoffe, bei Rivet ist alles in Ordnung. Auf Sargasso,
sagtest du, du hättest Ratchet den Dimensionator gegeben, damit er die anderen Lombaxe findet. Ich dachte nie, dass ich mal einen treffe. Oder unser Zuhause finde, wenn man es so nennen kann. Glaubst du wirklich, das geht? Nein. Nein? Nein! Oh nein. Das sieht jetzt nicht unbedingt gut aus. Ich glaube, das sollte ganz oder halb sein. Kaputzki. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht genau. Uiuiui. Die Mucke gefällt mir wieder sehr gut. Also das war berauschend. Dieser Kristall ist eine Substanz namens Blizzard. Hau mal mit dem Hammer drauf. Wir müssen Phasenquarz finden. Aber ich weiß nicht, wie es das überlebt haben könnte. Oh, nein! Ich bin runtergeputzt. Hallo, ich bin doch hoch. Komm ich schon mit mir hin. Sieht lädiert aus. Wir brauchen eine Alternative. Ja, dann mal los hier. Das Blizzon scheint Energie aus den Dimensionsspalten gespeichert zu haben. Wow! Noch eine Dimension. Ist das dein Blizzard? Nein, aber hier können wir intaktes Phasenquarz finden. Suchen wir die Bergleute. Diese Zwerge. Okay, das ist ja auch sehr schönes geil. Schönes Landefeld. Das bräuchte meine Dimension auch. Können wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen Spielerei mit der Schwerkraft betreiben, weil eben in der anderen, ich sag jetzt mal, zerstörten Dimension. Anlage abgerichtet. Oh, das heißt nichts Gutes. Kümmern wir uns zuerst um die giftigen Krabben. Ach, giftig sind die auch noch. Was war das? Seismische Aktivität. Vielleicht aufgrund der bröckelnden Barrieren zwischen den Dimensionen. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Ja, ich auch. Wir müssen auf die andere Seite dieses Fensters, um die Abriegelung aufzuheben. Noch so ein Dimensionsding? Ja, die Instabilität nimmt zu. Bestimmt steht hier deshalb alles still. Das ist ja richtig Arbeit hier. Was du kaputt machst, wird gekauft! Ja, dann machen wir lieber nichts kaputt. Sehr verpickler, auch sehr lustig. Mittlerweile arbeite ich damit ganz gerne, aber 3, 6, 9, da würde ich das sagen. Oh, hier ist mal ein bisschen was noch. Weil die finde ich eigentlich ganz cool. Die Partypilze. Schießt schneller, ja. Schnell schießen, viel schießen. Der Anblick gefällt mir sehr. Auf jeden. So, machen wir nochmal hier voll Ausrüstung. Ich sehe doch nichts über den Geruch von Schießpulver. Ja, dann einmal wieder hier. Hast du mich nicht genug bestraft? Du dämliches Universum! Kein Job, kein Phasenquarz, kein Planet. Was willst du noch, hä? Mein Verstand? Gut, von mir aus! Falls es hilft, ich habe entdeckt, dass es noch eine Dimension mit einem intakten Blizzard gibt. Noch intakt? Woher willst du? Natürlich! Das Blizzard! Wenn der Planet noch nicht zerstört wurde. Ob das ja so gut war, dass sie das weiß? Wer war das? Weißt du, wovon sie geredet hat? Sie muss überlebt haben. Was immer hier geschehen ist. Okay, wir brauchen noch ein Blizzard-Kristall. Boah, da ist schießen, glaube ich, wirklich sinniger auf die Kisten, die da rumschweben. Die fliegen ja sonst wohin.
Vielleicht dann auch lieber mit etwas, was ich jetzt im Moment nicht so viel verwende. Also da ist auf jeden Fall einer. Kommen wir natürlich nicht direkt hin, wäre auch zu schön gewesen. Ah, okay. Hier hatten wir schon mal die Variante. Oh, die losen Platten. Mal heile machen hier. Oder wegschubsen vielmehr. Ich dachte, die trete ich jetzt mal da richtig rein. Nö. Unsere Spionin hatte recht. Vernichtet den Lombax im Namen des Imperators. Nefarius-Soldaten, wir müssen an ihnen vorbei und irgendwie zurück in die intakte Dimension. Ui. Mein Gehäuse hat ein Duo. Was hat es? Och, so viele Rubine, die hätte ich doch noch gerne. Was habe ich gesagt? Ich wollte draufschießen, ne? Kamelle! Lombax lokalisiert! Auf Angriff! Was? Wir sollten mit einem Arbeiter oder Ingenieur in der intakten Dimension sprechen. Ja, aber mal jemand fragen, der sich mit auskennt, ne? Endlich finde ich! Sie sendet für jeden, der vielleicht zuhört. Das können wir rausfinden, wenn wir das Phasenquarz haben. Vielleicht lässt sich die Sperre zurücksetzen. Überbrückungsschalter. Aha! Geschafft! Abriegelung aufgehoben. Vielen Dank. Und noch einen sicheren, höllisch schönen Tag auf Blizzard. Höllisch schön, da betont immer dieses höllisch so. Kasonga. Achso, ja, das mit dem Höllisch kann natürlich sein, weil das hier überall Lava ist, ne? Nee. Seismische Aktivität hat die Brücke zerstört. Wir müssen wohl den langen Weg nehmen. Jenseits der Lava, eine Bergbauplattform. Ich hab grad zu tun, Bolt. Lava-Kugluiden sind irgendwie süß, wenn sie einen nicht gerade beißen wollen. Lava-Kugluiden, oh Mensch. Zu welcher Jahreszeit sind die denn süß? Also das heißt, wann wollen die mich denn mal nicht beißen? Die sehen jetzt so aus, als hätten sie so generell nichts anderes vor, als mich zu beißen. Vielleicht irgendeine Idee, wer diese Person in meiner Dimension war? Die Fremde? Auf dem Blizzard in meiner Dimension bin ich so jemandem nicht begegnet.
Immer her damit. Weiter. Oh. Oh, Kinders, warum bin ich so müde, ey? So wenig geschlafen. Ja, ja. Gut gemacht. Ja, ja. Können wir eigentlich mal gucken, was es da so Schönes jetzt mal gab. Sammelobjekte. Nee, allzu weit. Die hatten wir schon. Fotomodus, Paket 1. Shift Design, das hatten wir auch schon. Rendering-Modi. Ah. Oha. Heimvideo. Okay. Schaltet zusätzlich Musik für die Jukebox im Sukis frei. Ah. Auch den haben wir noch gar nicht gehört hier, ne? Was hat der denn so gesagt? Savalli ist die Heimat einer Handvoll Mönche, die in den Ruinen eines Lombax-Außenpostens leben. Gerüchten zufolge sind sie die Abkömmlinge von Pilgern aus der Bogon-Galaxie, die beschlossen, sich dem dimensionalen Wissen und Yoga zu widmen, anstelle von Bodybuilding und der Kopfgeldjagd, wie die anderen Vertreter ihrer Spezies. Da die Lombaxe seit langem verschwunden sind, beschützen sie ebenfalls deren bestgehütetste Geheimnisse wie ausgeprägte Kenntnisse der Dimensionalität und ein sehr gutes Rezept für snivelakanischen Bohnenhumus. Okay. Ja. So, wir hatten ja hier, glaube ich, bis 3, 4, 5. Ich glaube, bis 5 Mal. Doch, tatsächlich ja schon gelesen, ne? Die dritte Dimension bestand aus Würfeln, echt cleveren Würfeln. Ja. Weiß nicht, was ich noch sagen soll. Außer, dass ich das hier vielleicht nicht bei jeder Dimension machen sollte, weil noch etwas weniger als unendlich viele davon übrig sind und ich in der Zeit, die ich geredet habe, 32 davon hätte kartografieren können. Okay, ciao. Ja, wollen wir mal gucken. Die hat mir noch gar nicht zu Ende gehört. Fehlen mir noch mal ein. Die gute Nachricht, das Kartografieren läuft gut. Die schlechte, wohl nicht gut genug, denn Caden hat mich gebeten, mich zu beeilen. Wieso, hat er nicht gesagt, aber er klang gestresst. Schneller. Okay, als wäre das so einfach. Gut, dass ich keine Protokolle mehr aufnehme. Halt, das mache ich doch gerade. Ach. Damn it. Ich weiß, ich wollte keine Protokolle mehr machen, aber ab und zu kann ich etwas Zeit erübrigen, weil ich ein Genie bin. Dimension 31x7. Nicht viel anders als zu Hause, aber da waren diese Kreaturen. Eine feuerte eine Waffe und drehte sich im Kreis, während die andere auf seiner Schulter hing und schlaue Sprüche geklopft hat. Ach, ich hätte so gern Zeit mit ihnen verbracht. Ja. Endlich weiß ich, wie ich schneller kartografieren kann. Caden bringt mich um, aber so geht's. Anstelle der ganzen Hebel und Auslöser des Dimensionators habe ich das Ding in einen Helm umgebaut, der auf Sprachbefehle hört. Ich meine, die Ergebnisse geben mir recht. Und wenn er was sagt, beschwere ich mich hier darüber. Kann man auch machen, ja. Dimension 242Y8. Wahrscheinlich die süßeste Dimension bisher. Die Bewohner bestanden alle aus Wollstoff. Ich glaube, sie konnten buchstäblich alles herstellen. Und da war eine wirklich angenehme Stimme, die mir überall hin gefolgt ist. Es war unglaublich. Und was noch besser ist, ich glaube, ich kartografiere bald meine letzte Dimension. So, morgen schlafe ich eine Stunde länger, denn ich bin fertig, Baby! Ich habe jede existierende Dimension kartografiert. Ich kann's nicht erwarten, Cadens Gesicht zu sehen, wenn ich ihm die Karte gebe und ihm sage, dass ich bald wieder in all die Dimensionen reisen werde. Es gibt noch so viel zu lernen. Ich weiß jetzt, warum Caden so gestresst ist. Etwas Schlimmes geschieht. Schlimm genug, dass wir so viele Lombaxe verstecken müssen wie möglich. Und ich schätze, meine Kartenarbeit sollte nur die optimale Dimension dazu finden. Also, ja, ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut. Dies ist mein letztes Protokoll. Wenn du das hörst, heißt das, dass du die neue Dimension nicht mit uns erreicht hast. Und das tut mir leid. Wir tun alles, um jeden zu finden, aber unser Volk ist über so viele Dimensionen verstreut. Dies ist kein Lebewohl. Eine Kopie meiner Dimensionskarte liegt im Archiv und ich habe markiert, wo wir alle hingehen. Ich wünschte, ich hätte auch den Dimensionator zurücklassen können.
aber ich bin nur ein Lombax. Ich hoffe, du findest den Weg zu uns. Wenn du das schaffst, such bitte nach mir. Ich bin Max und würde gerne deine Geschichte hören. Aha, das ist schon mal sehr interessant, dass sie da so diese Kartografien von den Dimensionen gemacht haben, um einen sicheren Platz für die ganzen beziehungsweise dass die ganzen Lombax in eine sichere Dimension kommen können und das scheinbar auch geschafft haben. Jetzt weiß ich auch rein theoretisch, wo sie sich befinden. Kann man was draus machen? Kann man was draus machen? So, was habe ich hier eigentlich jetzt gerade? Den Querschläger. So, ich will jetzt aber tatsächlich nochmal kurz gucken. Waffen. So, wie konnte man den neu zuweisen? Verpixler kann ich noch. Die war schon mal. Die packen wir uns mal hier hin. Schmetterbombe, die kann auch Executor ist auch fertig. Party Fields. Die Stufe 4. Der Säuresprinkler. Ach, der heißt jetzt Säuresprinkler. Ah. Obwohl, nee, die brauche ich ja nochmal. Hat er gut durchgetauscht, jawohl. Leere Rückstoßquerschläger, Schmetterbombe, Blitzableiter. Probieren wir mal mit der ein bisschen. So, da waren wir jetzt hier, genau. Wollte ich ja eigentlich gar nicht. Oh, die können ja durch. Okay. Ich dachte, da habe ich so ein schönes Schild vor mir, wo sie nicht durch können, aber... Hält wohl nur Schüsse ab. Mann, wo sind wir? Wen juckt's? Schnapp den Lombax! Ja, noch mehr Halsabschneider? Eine absolute Eliteabteilung! Das fällt dir jetzt auf? Achtung! Diese Kerle kommen immer in Herden. Okay, das bringt irgendwie auch gar nichts. Wir sind noch besser. Da war der Weg, wo wir herkommen. Juhu! Bitte überhalten und die überall blubbernde tödliche Lava meiden. Danke für die Hilfe, Bolz. Bin ich nicht gewöhnt. Wir müssen das Phasenquarz irgendwie abbauen. Vielleicht mit dem Riesenbohrer. Suchen wir jemanden, der uns hinführen kann. Da haben wir doch schon ein paar gefunden.
blubbernde Lava umgehen. Oha. Aber das muss ich sagen, gefällt mir hier echt gut. Also, wo wirklich was los ist, da ist auch was los. Also, da stehen nur zwei, drei Leute doof rum. Bergbauzentrale. Das sind schon vielleicht ein paar mehr. Weiß hier jemand, wie wir zum Bohrer kommen. Fällt mir sehr gut. Die Chefingenieurin müsste hier ihre Messstation haben. Du weißt aber auch wirklich alles, ha? Huh? Ich bin in ja der Tat. Ein schlauer Roboter. Ein Bergarbeiter 72% seines Lebens unter Tage. Wow, echt jetzt? Nein, aber bevor du anfängst, dich mit mir zu langweilen. Diese Individuen sind wohl genauso verwirrt wie wir. Erdbeben, Abriegelungen, Interdimensionalspalten, nichts für ungut, aber wir brauchen den Bohrer. Beeilen wir uns. Was dem Blizzard meiner Dimension zugestoßen ist, könnte auch hier passieren. Da oben ist auf jeden Fall einer. Dann ist auch kaum möglich. Oder? Na gut. Gucken wir gleich mal. Erstmal schauen. Ah. Die hat auf jeden Fall auch was aufgespuckt an Rubinen bzw. Schrauben. Mal solche Tage, ne? Ah. Okay, das ist das Kleinvieh, was auch Mist macht, ne? Echt schön hier, also. Chefingenieurin, dann schauen wir mal. Ich glaube, wir sind fast an der Messstation. Hier ist alles viel farbenfroher dekoriert als in meiner Dimension. Bautz, konzentrier dich. Oh, das tut mir leid. Ihr sucht die Chefingenieurin? Mit diesem Sicherheitsaufzug gelangt ihr dort. Danke. Sieht aus, als würde sich der Dimensionsschaden verschlimmern. Es ist irgendwie hübsch. Auf tödliche, furchtbare Weise. Da! Das muss die Chefingenieurin sein. Hallo? Kannst du das hören? Nein. Stimmen. Ich höre sie zwar noch nicht lange, aber wo das Lila ist, sind auch sie. Erst die Beben und das Blison, jetzt das. Ich höre gar nichts. Außer wie jemand fragt, ob ihr bald nach Phasenquarz bohrt. Nicht bevor ich weiß, was vor sich geht. Es könnte sein, dass es in der ganzen Förderstätte spukt. Darum sollen meine Wissenschaftsbots das Lila scannen. Und? Ich muss sie abholen. Sobald es sicher genug ist. Wozu warten? Ich suche die Bots und bringe sie sicher wieder hierher. Diese Bots haben eine Nachricht aus deiner Dimension abgefangen. Vielleicht von der Person, die wir getroffen haben. Hoffentlich können wir so aufklären, was dort passiert ist und es hier verhindern. Auf geht's! Da geht es auf jeden Fall weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Da war ich ja hergekommen. Test, Funktest. Die Bots wären den mit den Messstäben markierten Wegen gefolgt. Sie lauschen ganz sicher dem Lila. Die Häufigkeit und Stärke der Beben nehmen zu. Sicherheit geht vor. Nicht stolpern, ausrutschen oder Schlimmeres. War es zu viel verlangt, Phasenquarz zu finden, ohne uns mit Erdbeben und Lava herumschlagen zu müssen? Irgendwas ist doch immer.
So, würde ich erstmal da runter gucken. Schwer zu sagen, aber ich glaube, hier gibt es ein paar Boni-Objekte. Auch nichts. Tut mir leid, dass du und Ratchet getrennt wurdet. Ich hätte ahnen müssen, dass etwas schief läuft. Der Dimensionator war einfach viel zu mächtig, um groß vorgeführt zu werden. Nehmen wir dich. Wäre ich ein Wissenschaftsbot, wo wäre ich? Answers. Q-Force, Beine. Ach, das wollte ich ja gar nicht. Ist ja so lustig und schlagen und dann sowas. Immer schön mitnehmen. Ich habe sowas schon befürchtet. Inszeniert. Das Blizzard. Los! Moment, Moment, Moment. Erstmal will geguckt werden. Schlangenbezug. Da springe ich mal lieber nicht hin. Das sieht schon so aus, als würde es da Power geben. Okay. Ach, da geht's lang, ja. Wer hat zwei Arme und geht
Das ist eine Fangfrage gewesen. Achso. Boah, ist das Duster hier? Oder bin ich das? Ah, nein! Oh, jetzt fällt er da runter. Das ist aber Duster hier. Ach, nö. So. Ach, da geht's lang. Ach, jetzt, okay. Da unten habe ich ja jetzt alles. Das muss ich nicht nochmal sammeln. Hier geht's auf jeden Fall gleich runter. Oder auch. Das Signal, das wir empfangen haben. Ach Mensch, wieso brauchen die so lange? Hey. Wow, Überraschungsangriff. Wie er sich freut. Wow, Überraschungsangriff. Ah! Komm aber aus allen Löchern. Wow, das war knapp. Das hat sich auch nicht gut angehört. Hoi. Na, wenn mich das nicht erstmal hier verschlägt. Naja, definitiv. Na gut, dann, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das auch. Ja, das, hier ist schon mal kaputt.
beste Freunde sein? Nein. Du solltest zurück zur Chefingenieurin. Freundschaftsanfrage? Trauerlaute. Zurück zur Chefingenieurin. Ja. Oh. Ab dafür. Hör auf zu jammern, Jim. Hoffentlich hat er interdimensionale Nachrichten abgefangen und nicht nur neue Freunde gesucht. Beste Freunde sein? Nein, wollen wir nicht. Ja, eine ganze Menge. No chance. This is what you've got. Da komme ich da hinten auch noch hin. Ist die Frage, geht's da schon wieder weiter? Sieht aus, als wäre das da. Moment. Ach. Nee, das ist doch der Weg, wo wir. Da sind wir doch hergekommen, oder nicht? Ich verirre mich hier noch. Nee, da sind wir auf jeden Fall hergekommen. Da habe ich die da unten ganz übersehen hier. Ich glaube, mein Hirn ist heute nur auf halber Aktivität irgendwie. War ich da hinten schon gewesen? Eieiei. Alles super verrückt hier. Doch, ich glaube, da bin ich doch runtergesprungen, oder? Tja, bin ich hoch. Ja, gut. Das müsste passen. Warum wird die Musik hier schon wieder so unentspannt? Verdächtigst du jeden, dem du begegnest, für Imperator Nefarius zu arbeiten? Fast jeder, dem ich begegne, arbeitet für Imperator Nefarius. Ah, gutes Argument. Ja, bekämpft euch mal. Hört sich schon wieder gut an. Oder auch nicht. Das hätte ich hier ein bisschen mehr erwartet, irgendwie. Na gut. Obwohl, nee. Ging's hier noch weiter? Nee, ist ja komisch. Zum Rüberhangeln oder so. Da ist noch irgendwie was.
Ah, da wird noch was sein. Oh! Nein! Ich wollte doch zurückspringen. Ah! Hi Angie, grüß dich. Schön, dass du mal wieder da bist. Wie geht's dir? Das war eine schöne Überraschung. Hatte jetzt mal heute mal ganz spontan überlegt, ich hole mal den Stream von gestern Abend, den ich leider ausfallen lassen musste, nach. Das ist auch unheimlich heiß hier bei uns. Bin ich nicht gewohnt mit meiner hellen Haut. Ja, mir geht's soweit. Okay, war gestern ein bisschen stressig und wie gesagt, ich hatte mir da dann mich schweren Herzens dazu entschieden, den Stream gestern ausfallen zu lassen, weil ich hatte einmal starken Sonnenbrand. Dann gab es hier noch so ein paar Probleme und da war ich gestern nicht so, ja, gut drauf, beziehungsweise mir ging es gestern nicht ganz okay, so gut. Und, ich sehe den Bot auf dieser Plattform da rechts. Deswegen habe ich mir gesagt, heute mal so ein bisschen, wenn die Sonne so doll brennt, dann verirre ich mich dann auch nicht aus Versehen in die Sonne raus und brenne mir noch einen auf den Pelz, im zusätzlichen. Ja, das ist aber, ich habe zumindest gestern ordentlich was geschafft draußen. Das ist schon mal viel wert. Und du bist auf dem Weg der Besserung, ja? Das freut mich auf jeden Fall. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass du mal wieder im Chat hier bist. Ja, so ist das. Das könnt ihr auch gerne drauf verzichten, aber naja, macht das Beste draus. Ein bisschen hier entspannen beim Zocken, beim netten Chat hier. Das ist voll verwirrend hier. Ich verliere hier langsam so echt den Überblick, wo ich schon war, wo ich hin kann. Eieiei. Ich gehe einfach mal hier hoch. Ist aber ein sehr, sehr schönes Spiel. Also, mir gefällt das ganz gut aber hier. Aber der funktionierende Bot ist in der intakten Dimension. Stimmt. Irgendwas entgeht uns. Das ist ja auch nicht schön, dass mir jetzt auch noch was entgeht hier. Eieiei. Also ich hoffe, man kann mich auch vernünftig verstehen und dass hier eine vernünftige Balance zwischen meiner Sprache und dem Spiel ist. Hab die letzten Streams, also der letzte war okay, aber der erste, den ich bei Ratchet & Clank gemacht hat, ich weiß nicht, da war irgendwas verstellt. Da war ich zu sehr hochgepusht. Oh, der Kran hat den Kristall bewegt. So könnten wir dem Bot vielleicht einen Schritt näher kommen. Okay. Ach so, dann dann porte ich mich da gleich rüber. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Jetzt hier hin. Was macht ihr alle hier? Rückkehr zur Chefingenieurin mit einer wichtigen Nachricht. Oh, Sam. Immer auf der Suche nach sich selbst. Danke. Bald können wir die Nachricht entschlüsseln. Das waren alle. Danke. Komm zurück zur Messstation. Mal sehen, was die kleinen Bots von Leben abgefangen haben. Schauen wir doch gleich. So, jetzt geht die Brücke hier auch wieder. Sehr gut. Warum denn nicht gleich so? Muss ja immer alles so schwierig sein. Na, da sind wieder Kisten. Och nö. Lage. Sicherheitsabrichtung der Anlage eingeleitet. Keine Angst. Ich habe das Sicherheitssystem programmiert. Allerdings sind sie laut der Bewegungssensoren. Oh, ich Dummkopf. Die Decke. Wie vergesse ich hier? Ja, sehr, sehr schön. Immer rein in die Figur hier. So, haben wir hier noch was davon. Ein Geschenk von meiner Dimension an deine. Und jetzt mache ich das Metall draus. Na, der geht auch noch. Das
Einmal eine Runde schocken, bitte. Oh, da kommen ja noch mehr. Ey, machen wir den ja. Hat er gesagt, meine Existenz ist nicht länger erlaubt? Finde ich aber gemein. Ich habe da auch noch wirklich mit zu reden. Die Entschlüsselung etwas. Aber ihr könnt den Bohrer benutzen. Jim bringt euch hin. Ausgezeichnet. Ich bin noch mal ganz kurz weg für eine Minute. Ich muss mir was zu trinken holen. Gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder. Alles klar. Nee, kein Problem. Kein Problem. Ich muss mal eben hier was trinken. Nee, also gestern, das war hier so proppe heiß. Ich glaube, irgendwie war es bei 34, 35 Grad. Und ich war dann auch noch so, naja, schlau. Ich wollte das jetzt auch fertig haben. War ich den ganzen Tag da irgendwie in der Sonne am Arbeiten. Oder zumindest, naja, arbeiten, machen, tun. Und ja, ich mit meiner hellen Haut, da, die hat sich bei mir bedankt. So, wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da. Hallo, wollen wir beste Freunde sein? Nein. Sicher? Freudenlaute. Freudenlaute. Im Namen der Freundschaft bringe ich dich zu unserem Phasenquarz-Förderbohrer. Warum muss man immer beste Freunde sein? Kann man nicht erstmal ruhig anfangen mit Bekanntschaft und da gucken, was sich draus entwickelt? Nein. Das sieht nicht gut aus. Diese Dimensionsanomalie ist identisch mit der auf Sargasso. Gut, das heißt, du kommst damit klar. Eine Warnung als bester Freund. Die Dimensionsintegrität könnte dem Bohrer geschadet haben. Was bedeutet das? Als bester Freund will ich dich nicht beunruhigen. Darum erläutere ich es jetzt nicht. Stattdessen spontane Musik. Bist du denn noch im Krankenhaus? Wahrscheinlich ja, ne, oder? Also ich weiß noch, wo ich damals das hatte mit meiner Operation. Das war dann auch im Sommer. Oder was heißt im Sommer? Es war pottenheiß und ja, ich war da noch am Fensterplatz. Also es war keine Klimaanlage, es war so knalle heiß. Also, und dann liegst du den ganzen Tag im Bett und, alles klar. Aber dann scheinbar klimatisiert oder so, ne? Das ist ja zumindest mal schon mal viel wert, wenn du davon zumindest nichts mitbekommen hast. Also, kann ich sagen, also, war richtig, richtig heiß. Aber dann war es bei euch ja genauso warm, quasi. Auch nochmal schöne Grüße an Hami und Manu, wenn du sie siehst. Das so. Ich war im Krankenhaus, die hatten das nicht und oh, das war einfach. Es war so ätzend, war das. Weil Krankenhaus ist ja schon schlimm genug und. Dass du Miss Zircon gewählt hast?
Wenn du dich dann noch nicht mal richtig bewegen kannst und du liegst die ganze Zeit im blöden Bett und du... Ja, sehr schön, sehr schön. Mach das mal. Nee, Klimaanlage ist schon viel wert. Also wird ja irgendwie auch immer wärmer gefühlt. So, Kaltfront, den hatten wir schon mal. Dann kaufen wir den auch mal. Ich habe meine Gegner auch am liebsten auf Eis. Sind das... Ach so, der ist bald erhältlich. Ach Gott. Alter, wie viele Waffen gibt denn das? Obwohl... Ja, die müsste ja, die zweite müsste ja auch noch voll sein, werde ich vermute ich mal. Die zweite, das zweite Waffenrad. Da haben wir auf einer 8. Da müsste es 16 Waffen insgesamt geben. Krass. Kann's kaum erwarten, dir die zu verkaufen. Für den Gegner in deinem Leben, der eine Phobie davor hat, von kleinen mechanischen Monstern gebissen zu werden. Muss man dafür eine Phobie haben? Ich glaube, das müsste ich auch nicht unbedingt generell so haben. Ah, Raketen. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Sehr schön. Verbesserungen sind unterwegs. Jetzt müssen wir auch Pimp My Weapon hier. So. Oh, Mr. Partypilz nochmal. Oh, ich glaube, den Negatron, den hatte ich ja jetzt auch schon voll. Weiß ich doch. Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Ja, das ist der neue Chat-Bot, sag ich mal. Ich hab jetzt gewechselt. Ich hatte vorher den Y-Bot und bin jetzt auf den Streamlabs gewechselt. Das sind so ein paar Sachen ein bisschen anders. Mir gefällt der auch ein bisschen besser. Also, mir hat irgendeiner mal ja, empfohlen nicht, aber zum Y-Spot, das hatte ich irgendwo mal gesehen. Ich glaube, bei irgendeinem YouTube-Channel oder so. Und ich habe den mal ausprobiert und ja, aber der kostet auch irgendwo Geld, wenn man alles haben will. Und ich finde den hier bei Streamlabs, der ist schon vollkommen, ja, also ausreichend für mich auf jeden Fall. Der hat da noch so viele Sachen drin, so Minigames und all so ein Pipapo, was ich dann auch früher oder später nochmal reinmachen möchte. Aber im Moment geht das noch so. Also so viel ist ja im Chat ja auch immer noch nicht los. Und, aber ich freue mich natürlich über jeden, der hier schreibt. Ne? So, aber er kommt ja noch. Sorry, kommt ja noch. Keine, ich bleib am Ball. So, der Querschläger. Was haben wir jetzt? Das Munitionsinventar. Jetzt muss ich den Zeitpunkt abbrennen lassen. Zusatzschaden. Ah, das habe ich auch noch nicht. Ich drücke da immer Button-Bashen hier quasi. Wo ist er denn hier? Ach Gott, ich habe so viele Waffen hier. Exekutor. Wo ist denn hier der? Ach, da! Der heißt jetzt großer Negatron. Ich gucke die ganze Zeit Negatron-Beschleuniger. Der ist jetzt unser großer geführt. So, den kann ich jetzt nochmal zu Ende aufführen. Dauer komplett klar, dann strahlt. Das ist schon mal gut. Schadensradius, Explosion. Ja, Explosion ist auch immer gut. Ja, nee, ach, alles gut. Also, da habe ich vollstes Verständnis, wenn du da jetzt im Moment halt gar nicht mit dabei bist. Das ist natürlich, der Anblick gefällt mir sehr. Ist natürlich schön, wenn du da bist, aber ich habe da volles Verständnis für. Ich meine, das geht natürlich voll und ganz vor und deswegen ist das auch alles kein Problem, wenn du dich nicht fühlst oder was. Ja, oder auch wenn du jetzt sagst, oh, kannst nicht mehr und gehst raus. Alles gut, alles gut. Du, da gibt's wirklich andere Leute, von denen ich das eher erwarten würde, dass die hier im Chat ein bisschen mal was machen oder so. Aber das ist auch alles, es ist ja freiwillig. Und ich freue mich, wenn es jemand macht, und wenn es jemand nicht macht, dann ist es auch okay für mich. Ich finde es natürlich immer schön, wenn hier im Chat ein bisschen was passiert, die Leute miteinander schnacken oder mit mir. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass da irgendwie sehr... Hat es ja erzählt, dass diese negativen... Das verstehe ich immer nicht, also das weiß ich nicht. Da vergessen die Leute wohl immer, dass man Mensch ist, ne? Also, weiß ich nicht. Also dafür habe ich kein Verständnis, dass die Leute da immer der Meinung sind, hier, zack, bumm, peng, muss. Also, nein, also es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben als hier Stream, Game oder sonst was. Also das ist für mich sowieso ganz klar. Das ist alles... Es ist ein Luxus, den wir haben. Ne? Und Gesundheit, das ist eines der wichtigsten Güter, was wir haben. Ne? Also ich weiß nicht, wie man das anders sehen kann. Ah, nee, alles klar. Wie gesagt,
müssen wir auch alles nicht hier. Das ist alles in Ordnung. Also, Real Talk. Ich habe jetzt gerade schon wieder. Ja, nee, das ist auf jeden Fall. Also, manchmal brauchen die Leute auch einfach eine Ansage. Ne? Also, ich bin ja auch gerne mal zu nachlässig und lass da mit mir mal Sachen machen. Da hatten wir ja auch schon mal drüber geschnackt. Aber das ist einfach, weil ich auch versuche immer zu akzeptieren, dass Menschen halt auch anders und unterschiedlich sind. Aber ich sag mal, nur weil ich da toleranter bin, heißt das auch nicht, dass man mit mir alles machen kann. Sorry, also, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich dann auch auf den Tisch schaue und das merken die Leute. Wenden sich zwar die einen oder anderen auch mal ab, aber das ist dann halt so, weil, wie gesagt, ich bin gerne bereit, Dinge zu akzeptieren, aber viele Leute verwechseln Freundlichkeit auch mit Dummheit oder so und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich bin eigentlich so generell ein freundlicher Mensch, der gerne mit allen Leuten versucht klarzukommen, auch wenn man sich nicht hundertprozentig super mag. Aber wie gesagt, wenn das dann die Leute anfangen, da irgendwie ja ein bisschen falsch zu interpretieren oder mich auszunutzen, ja. Nee, das, wie gesagt, ich bin da manchmal viel zu tolerant, das weiß ich selber. Aber blockieren, na klar, warum? Also ich meine, früher ist man rumgelaufen und hat sich auch gesagt, so Mensch, ich habe hier keine Ahnung, 20 Freunde, 30 Freunde, 40 Freunde, keine Ahnung, so mit den Leuten, mit denen man immer halt abgehangen hat. Und was so wirklich Freunde sind, das reduziert sich im Laufe der Jahre ja irgendwie auf eine Handvoll, wenn überhaupt, vielleicht sind es auch nur ein oder zwei Personen. Und muss ich auch sagen, also all dieses Ganze, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen hier, Instagram, Facebook, ob ich da 1000 Freunde habe und wenn ich zum Geburtstag einlade, ist keine Sau da. Weiß ich nicht, brauche ich nicht. Ich habe dann lieber Leute um mich rum, die das auch wollen oder beziehungsweise die ich auch mag und haben möchte. Und ich bin da keiner, der da irgendwie sich was drauf einbildet, dass er so und so viele Freunde hat. Ich habe auch regelmäßig bin ich da mal aussortieren, so gerade so Facebook. Ich meine, Facebook, man ist da zwar immer noch mal so ein bisschen aktiv, aber Facebook hat sich doch wirklich sehr dazu mutiert, da so ein Trolllager, ein Trollauffanglager zu sein, weil, also ich kriege da immer nur Gehasse, Gehate und gegenseitiges Runtergemache mit. Und also, ja genau, das meine ich halt auch. Ja, nee, das habe ich ja schon mitgeredet, dass ihr drei so unser trainiges Team, Dreamteam seid. Und das finde ich ist auch wichtig. Also ich habe da auch meine Leute, aber ich weiß, wenn ich mal Hilfe brauche, also da brauche ich nicht fragen. Die kommen, die helfen, ohne dass er fragen muss. Und also das finde ich, das ist viel mehr wert als Leute, wo man denkt, die sind mit einem befreundet und da muss man quasi betteln, wenn die einem mal irgendwie helfen. Oder aus einer Notlage zum Beispiel oder sowas. Ne? Also das lernt man aber auch erst im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte ja dir auch schon gesagt, ich habe schon so viele Leute kommen und gehen sehen in meinem Leben. Ob das jetzt einfach nur in Anführungsstrichen Freunde waren oder Bekannte. Oder halt auch Partnerin, mit denen ich zusammen war. Es ist immer so ein kleiner Unterschied für mich, ob man sich jetzt trennt, weil es so auf dem Niveau nicht passt. Oder ob es einfach so ist, dass ja diese Person einfach, ja, wie soll ich sagen, ein Arschloch ist. Ja, oder sich als Arschloch entpuppt hat. Gibt es leider auch immer wieder. Ich bin da so, dass ich da generell nicht von ausgehe, dass jeder Mensch schlecht ist oder ein Arschloch ist. Überlass das mir. Es klärt sich dann halt irgendwann auf und ja, ich finde, wenn man sagt, wenn irgendwas so nicht passt, Freundschaft oder so, man ist sich da ständig irgendwie am Stressen gegenseitig oder so und man macht da ein bisschen mehr Distanz rein, es ist okay, muss man dann aber auch immer realistisch sehen und ich finde, wie gesagt, das mit dem Blocken, das ist, ja, viel zu viele Leute, ich kann das auch, wie gesagt, vollkommen verstehen, dass du dann sagst, du hast da keinen Bock mehr drauf und dann wird da mal irgendwie mal ein ja, Account aufgeräumt oder sonst was, ja. Genau so sieht das aus, so sieht das aus. Und was ich eben noch so kurz erzählen wollte zu dem Thema Facebook. Ich habe mich da damals auch immer gegen gestrebt, habe dann das irgendwann gemacht, habe gesagt, gut, okay, mach mal Facebook mit. Und war für mich immer so ein bisschen so Leute, die ich lange nicht gesehen habe oder mit denen ich mal irgendwie gut klargekommen bin, ja nicht aus den Augen zu verlieren. Hat sich dann trotzdem so ergeben. Und man hat da so viele Leute auch drinne gehabt, kennt man irgendwie auf der Straße, aber so irgendwie, das ist eine
melden sich nicht oder ich finde das auch schon schade. Facebook sagt ja mal, der und der hat Geburtstag und ich finde, da kann man auch mal kurz mal durchaus sagen, ey, alles Gute zum Geburtstag und so, muss ja nicht viel sein, aber einfach mal kurz eine kleine Aufmerksamkeit und da muss ich auch sagen, habe ich das auch schon oft mitgekriegt. Und wer ist das? Was ich ist glaube, das jetzt hier? Du kennst ihn als den Klempner. Ah. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Er macht zum ersten Mal überhaupt Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung, selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Ach so, dann muss ich denen da auch noch mal Power geben, oder was? Oder was? Da oben ist einer. Ah, jetzt ist es. Ich komme hier schon völlig ab. Aber auf jeden Fall habe ich da auch immer mal angefangen auszusortieren und das. Was will ich mit so vielen Leuten, die sich für mich einen Scheiß interessieren, auf Deutsch gesagt? Das ist dann für mich irgendwann mal so der Punkt gewesen. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Oh, ja, was habe ich denn da jetzt gemacht? Der stammt nicht von hier. Die Savali-Mönche nannten mich das so. Das Ding kann oben. Nachdem ich ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen habe. Was bedeutet das? Ja, ist Facebook. Also gefühlt brauche ich das seit 9 Jahren auch nicht mehr. Ich bin da einfach immer mal, um kurz mal irgendwelchen Leuten zum Geburtstag zu gratulieren, so überwiegend, weil interessiert auch irgendwie keinen mehr so richtig, ob man da jetzt was irgendwie postet oder sonst was. Das ist irgendwie alles so ein, ja, weiß ich nicht, komisches Ding geworden. Achso, hier muss ich drauf stehen bleiben. Ach, auch das noch. Nee, und was du sagtest mit so Leuten, da habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Hilfe nehmen die Leute immer gerne an. Oh, was ist denn da? Achso, richtig. Hilfe nehmen die Leute immer gerne an. Und wenn man mal Nein sagt, dann ist man der Arsch. Aber dann bin ich halt auch mittlerweile lieber dann mal der Arsch, weil ich sehe das auch überhaupt nicht ein, immer der Hiopai für alle zu sein. Ne? Also. Ich finde so Leute, die. Eine Hand wäscht die andere, heißt es ja so schön. Und das muss auch einfach sein. Das muss ich immer irgendwie alles ausgleichen. Und ich führe da jetzt auch keine Strichliste und sage, ey, da habe ich ihm so und so viel geholfen, da muss er mir so und so viel zurückgeben. Okay. Mein Hirn gehackt und meine nee. Gesehen. Aber es muss sich irgendwo ein bisschen ausgleichen. Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Und da bin ich von einigen Leuten auch echt mega enttäuscht, weil ich gedacht hätte, da wäre man vielleicht ein bisschen besser befreundet gewesen. Aber, naja, wie gesagt, das lernt man alles irgendwann im Laufe der Zeit auch erkennen. Ja. Ja, vor allem, ich bin da halt auch immer jemand, der auch gerne hilft, ja. Ich finde das auch immer cool, jemand zu helfen, aber mittlerweile sehe ich das auch. Wo ist denn diese Stanze hier? Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht, aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Was auch immer die jetzt zu bedeuten hat. Aber wie gesagt, ich hab da auch keinen Nerv mehr drauf, der Idiot dazu sein. Und wenn dann jemand der Meinung ist, dass er meine Hilfe braucht, kann er mich gerne fragen. Aber ich überlege mir das dann auch mittlerweile dreimal, ob ich der Person dann helfe oder nicht. So, du kommst dann auch nochmal mit. Dann hab ich. Kann ich die auch, ach, da kann ich die auch noch wechseln, oder was? Aha. Also das eine war leicht, das eine war schwer. Da muss ich einen schweren haben. Ja, ja, das sehe ich auch. Also ich finde auch, also man muss natürlich, oder man muss nicht. Ich versuche da immer zu gucken, kann ich der Person jetzt einen, ich sage jetzt mal, Vertrauensvorsprung geben oder nicht? Und wenn die Person das dann gleich verkackt sozusagen, dann ist das halt auch gleich durch das Thema. Dann war's das. Wie gesagt, ich verschließe mich ja nicht vor allen Dingen oder Menschen, aber gesagt, es muss halt irgendwo auch mal funktionieren. Jetzt muss man gerade gucken, jetzt brauche ich wahrscheinlich, der muss runter. Der muss dahin. Und der muss da. Sieht das gut aus? Ja, das sieht gut aus. Schibi. Oh. Oh, schön. Ich hätte nie. Habe ich das geschafft oder nicht? So zu benutzen. Da teleportieren wir uns mal lieber schnell, ganz unauffällig.
Ja, Menschen sind schon was sehr, 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 sehr Spezielles. Manchmal fragt man sich wirklich, was läuft mit den Leuten verkehrt. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern. Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Das ist so ein schweres Ding. Ein schweres Ding. Oh, ich werde weggeweht. So, schwere Dinge laufen da weiter. Aber hier nicht gut. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Da hebt sich die Stimmung. Nein! Wollte ich doch gar nicht. Da, 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 da. Hey! Volldampf voraus! Ah, Clank! Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Ja, das ist manchmal wundert mich das auch. Also ich habe auch immer wieder das Gefühl, früher war das ja so verpönt irgendwie, so sich online mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Also ich kenne auch Leute, die so gerade aus meinem Freundeskreis, da sind viele auch eher online anzutreffen als irgendwie mal im Real Life oder kommen dann halt auch eher weniger mal vorbei oder so. Ja, ich find's, es kommt drauf an, ne? Also wenn die Leute aus der Nähe sind, finde ich das auch schon mal schön, wenn man sich mal so trifft. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ich habe das schon öfters mal so beobachtet oder nicht so. Wenn ich auf der Straße längst gehe, die Leute ziehen alle so eine Fresse, die sind alle so scheiße gelaunt oder scheiße drauf. Man sicherlich liegt das auch zum Teil mit an den Maßnahmen, was Corona angeht. Weil kannst ja nichts mehr machen, hast keinen Ausgleich mehr. Und ich merke das auch schon öfters, dass es da ein bisschen stressig alles irgendwo ist. Und man hat nicht so den richtigen Ausgleich gehabt. Mittlerweile sind ja zumindest einige Sachen wieder möglich. Aber es ist... Oh, jetzt muss der darüber. Ich muss mal gerade gucken. Einmal runter. Mal sehen. Hier geradeaus. Oh, jetzt muss man gerade gucken. Hier brauche ich Beschleunigung. Ne? Aber die Leute irgendwie wirken für mich so ein bisschen gestresster alles. Und ich habe das Gefühl, dass so Leute, die ich dann online treffe, mit denen kann man da wesentlich angenehmer irgendwie schnacken, sprechen, die sind alle viel, viel lockerer drauf irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber so kommt es mir halt vor. Ja, früher war es eher so verpönt, online unterwegs zu sein oder hier virtuelle Freunde, aber virtuell ist man ja nicht, man ist ja real, aber man lernt sich halt virtuell kennen oder agiert viel virtuell. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich auch eher gute Kontakte mit, oder beziehungsweise die Leute, die ich so teilweise auch noch nie getroffen habe. Also ich habe damals zu Xbox-Zeiten, da habe ich zwei Leute kennengelernt, mit denen verstehe ich mich heute noch gut und den einen habe ich noch nie in meinem Leben wirklich mal im Real Life gesehen und wir kennen uns auch schon seit 15 Jahren und immer mal so, mal eine Zeit lang hat man noch nichts von sich gehört, aber dann hat man sich wieder mal kommuniziert, einmal mal zum Geburtstag auch mal irgendwie mal kurz mal ein Hallo und das finde ich immer viel wert, weil wie gesagt, so Leute, die ich schon mein Leben lang irgendwo kenne, die sind teilweise da, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch, weil sie mich kennen, ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich auch nicht so verträglich für die eine oder andere Person, das mag alles sein, aber das ist schon krass irgendwie. Ja, da habe ich damals auch ein bisschen immer drüber geschmunzelt, aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile, kann man wirklich sagen, mehr Kontakt mit den Leuten, die ich virtuell getroffen habe oder treffe. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen kurbeln. Einmal die Verstopfung lösen. Einmal rückspült. Zack.
Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Bohren, bohren, bohren. Dann bohren wir mal nach Phasenquarz. Fast da. Bohrer benutzen, Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. So. Die Männergang ist zurück. Die Männergang. Oh. Gleich wieder Flambe hier. Oh, wo bin ich denn da? Da wollte ich auch gar nicht rein. Da wollte ich nicht. Ich frage mich ständig. Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Ja, ob da hinten nur zufällig Gegner rumfliegen? Ah, gehen wir mal von Deko aus. Ah, übrigens werde ich am, das muss ich mal gerade überlegen, ich glaube am 17.07. oder 16.07. Spätestens das erste Mal einen Switch-Stream machen. Mit dem neuen Zelda, oder was heißt neu, mit der Neuauflage von Skyward Sword. Was ich ja das, oh, ah, wo ich das Original ja leider auch, nein, verdammt, da habe ich jetzt gerade, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. DC meins Discord, ne? Ich muss mit einigen Abgriffen kommen, immer noch nicht ganz so klar. Nee, Discord habe ich noch keinen eigenen Server. Das ist aber eine Überlegung, die ich mir dann nochmal. Nein. Oh. Will ich aber auf jeden Fall nochmal machen. Ich habe da leider noch. Oh, jetzt habt ihr das doch so schön gerettet hier. Nee, aber das wollte ich auf jeden Fall mal machen, weil für einige Sachen macht das auch auf jeden Fall Sinn. Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Ich kenne mich da, wie gesagt, noch nicht immer so super gut aus. Sag mal, früher zu meinen Hochzeiten, hätte ich was gesagt. Oh, Alter. Da gab's halt, was hatten wir denn da? Teamspeak hatten wir, glaube ich, da viel gehabt. Aber das. Oh nee. Oh. Gedrückt halten. Ja, will ich auch. Was ist denn jetzt los? What? Was geht? Fehler. Herrlich. Oh, ich liebe es. Och Mann, das ging doch hier noch alles gut. Ja, ja, bitte, sehr gerne. Verdammt! Ich wollte zumindest die Welt noch zu Ende machen hier. Oh, hoffentlich hat er da mal so ein bisschen. Ach, das wäre ja doof. Nee, TS, ja, das ist einige Sachen, die weg, ne? Das ist dann irgendwann über, ne? Ah, da war schon mal gespeichert, 12:34 Uhr. Oh, sieht gut aus, okay. Habe ich auf jeden Fall vor, ich werde mich da demnächst nochmal mit auseinandersetzen. Ich frage mich ständig, was? Wir wissen noch immer nicht, dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Richtig. Auch mein Maskottchen, beziehungsweise so die ersten Emotes sind jetzt auch schon da. Also dauert ja noch ein bisschen. Ich habe mir auch gesagt, ich werde mich da jetzt nicht so unter Druck setzen. Und werde auch, wenn ich jetzt die 50 innerhalb der nächsten Zeit schnell vollkriege, habe ich mir auch gesagt, dass, also mit dem Affiliate, da werde ich noch einen Moment warten. War, wie gesagt, erstmal so ganz entspannt ein bisschen aufbauen, aber Emotes habe ich mir auf jeden Fall schon mal ein paar geordert, die sind jetzt auch fast fertig, beziehungsweise die ersten sind gekommen und Among Us, ich wollte es immer mal spielen, aber ich habe es noch nicht und
Würde mich auf jeden Fall mal reizen. Und ja, genau für sowas halt mal so einen Discord-Server zu haben, wo man den mal nutzen kann mit der Community hier. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und wie gesagt, es ist auf jeden Fall geplant. Wie gesagt, im Moment ist noch nicht so viel da los, aber soll auf jeden Fall kommen. Und sag mal, ist auch so Gartic Phone zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast. Das ist so lustig. Das ist quasi sowas wie, ja, ich weiß nicht, so Montagsmaler oder so. Das ist, man denkt sich Begriffe aus oder nimmt halt auch vorgeschlagene, zeichnet da was zu. Und das spielt man halt auch online mit mehreren Leuten. Und ein anderer kriegt dann das Bild und muss dann beschreiben, was es darstellt. So, und der nächste, also kann man mit sonst wie vielen Leuten spielen. Je nachdem, wie viel man ist, geht das halt immer hin und her. Und der nächste muss dann halt das Bild, was der vorherige zu dem Begriff, oder das wechselt sich dann immer ab. Muss man erstmal beschreiben, was sieht man. Und der nächste muss dann das, was der andere geschrieben hat, quasi wieder als Bild dargeben. Und das ist so ein bisschen so stille Postmäßig. Das geht dann immer weiter und da kommen dann die dollsten Sachen raus. Das ist total lustig. Ah, ja, Gartic Phone. Ja, dann kennst du das ja auch. Nee, also das wollte ich auf jeden Fall auch mal machen. Und, nee, klar, also mit dem Discord-Server definitiv. Das wird noch kommen, das wird noch kommen. Und ja, cool, Among Us. Ja, wär ich auf jeden Fall mal dabei. Ich weiß zwar überhaupt nicht genau, um was es geht. Ich weiß nur, dass irgendeiner irgendwie sowas wie ein Maulwurf ist oder so. Irgendwie habe ich so mal bei einigen Let's Plays mal gesehen. Aber wie gesagt, ich habe selber noch nie gespielt und das wird mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Wäre das denn bei dir PC oder wäre das irgendwie auf der Konsole, das Among Us? Nee, habe ich noch nie gespielt, tatsächlich nicht. Ja, ich tue mich da immer so schwer mit. Ja, Online-Games habe ich damals sehr, sehr viel gespielt. Allerdings gab es auch öfters mal so ein paar Probleme. Und ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer damit, irgendwelchen wildfremden Leuten da irgendwie da zusammen zu hocken und da irgendwie ein Game zu spielen. Zumal da ja viele auch nicht so das Verständnis dafür haben, dass man da noch keinen Plan von hat. Ne? Und dann laufe ich da irgendwie durch und ja, hab keine Ahnung, was ich machen soll. Und apropos keine Ahnung, was ich machen soll. Hier bin ich, glaube ich, einmal zu früh abgebogen. Einmal rüber da. Ah ja, PC. Nee, das sollte sich auf jeden Fall mal machen lassen, weil Among Us scheint ja ein ganz witziges Game zu sein. Also würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Oh, was ist jetzt los hier? Ah, jetzt geht's da weiter. Eieiei. Kaputt. Ach, verdammt. Jetzt muss ich nochmal wieder springen zwischendurch. Ich wollte schon immer einen Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. 100-mal? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreicht. 100-mal? Der ist aber mindestens 1000-mal so groß wie sie. Alter Schwede. Das Ding hat doch eine eigene Postleitzahl oder was? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Genau darüber habe ich nämlich gedacht, ach Mensch, jetzt wolltest du doch Fitness-Streams machen. Jetzt kannst du da durch die Geschichte jetzt leider auch nicht, aber ne, finde ich eine gute Idee. Und wie gesagt, sag Bescheid. Also ich hätte da auf jeden Fall Lust drauf. Suchen wir die Kurbel, um den Bohrer zu bedienen. Obwohl Gartic Phone, das könnte problematisch werden, wenn er da mit Schweizer Ausdrücken kommt, die ich ja noch nicht mal richtig wirklich gut aussprechen kann. Obwohl, das könnte auch sehr, sehr, sehr witzig sein. Lernt man noch was dazu. So, muss ich den hier frei hacken? Nein. Wo möchte er mich hinhaben? Da möchte er mich hinhaben. Hallo. Bin mal gespannt jetzt hier. Lombax, Roboter, tolle Neuigkeiten. Ich hab die Nachricht. Das ist sehr benutzerfreundlich. Nicht den Bohrer einschalten. Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Entdeckung! Abriegelung aktiviert. Vielleicht klappt eine Fernabschaltung. Ach so.
Wir haben da keine Lust drauf, oder ist das nicht so... Oh. Aber bin ich auf jeden Fall gespannt. Boah, es geht hier ab. Ach so, okay. Ja, ist ja auch nicht wild, also. Wer nicht mag, der mag halt nicht, ne? Ich kenne auch so den einen oder anderen, der sagt, oh nee, Gaming ist überhaupt nicht meins. Also ist ja bei mir, wie gesagt, das ist ja nur der Anfang. Und je nachdem, wie gut das läuft, wird es ja noch immer mehr und mehr bei rauskommen. Hallo, L2? Achso, L2. Ja, werfen kann ich ja auch noch. Vergesse ich immer, dass ich das Ding ja auch werfen kann. Meine Güte. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Würde ich mich auf jeden Fall freiwillig melden. Oh, jetzt geht das hier schon wieder los. Jetzt weiß ich gar nicht, irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Jetzt bin ich schon wieder völlig davon abgekommen. Oh, Mann. Partypilz hier. Oh, das hätte ich jetzt aber auch gedacht. Also, dass du, also, was ich so mitgekriegt hatte, also auch vom Schreiben her, das muss ich sagen, Respekt. Also, da merkt man auch überhaupt nicht, dass du da schweizerisch unterwegs bist. Hoppala. Aber ich glaube, du hast ja auch eine erhöhte Affinität zu Sprachen, glaube ich. Also das hilft einem ja auch immer. Also als wenn man sich mit einer Sprache da nur auseinandersetzt und es gibt nur die eine und die andere will ich gar nicht. Ich glaube, da hat man dann sowieso schon mal ein bisschen bessere Karten, auch eine andere Sprache vernünftig zu sprechen. Und wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen mit Dialekte und so. Ich finde das immer ganz witzig. Beziehungsweise interessant. Witzig klingt immer so abwertend. Das war der letzte. Muss es doch einen Weg zurückgeben. Ja, hier ist auch einer. Da hinten ist auch einer. Nee, hab ich ja gerade mich verguckt oder was? Nö. Ja, ich hab mich gerade voll verguckt irgendwie scheinbar. Sah aus, als wäre hier auch noch einer. Ja, die Spannung aufrechterhalten, ne? Oh, hier ist wieder Party, Party, Party. Schlechte Neuigkeiten, Leute. Ich kann den Bohrer nicht abschalten. Oh, ich habe das Tools-Update 4331 verpennt. Bereit machen zum Sterben und hab noch einen höllisch schönen Tag auf Bläser. Wir werden nicht sterben. Auch nicht höllisch. Was hast du vor? Update Diese vergessen. Ist nicht gut. Er ist groß und schwer. Ach, der da. Upsi. Und gefährlich. Daran zur Bombe zu werden. Oder wir rammen damit den Bohrer, lösen ihn und verhindern so, dass der Planet zerwirft. Eigentlich verstößt das gegen das Protokoll, aber wir leben in einer einer pre-postapokalyptischen Welt, das ist gut. Das ist gut. Pre-postapokalyptisch. Bitte stirbt nicht. Ich habe nämlich meine Trauerlaute gelöscht, als die besten Freunde wurden. Rivet. Oha. Das war knapp. Kaputt. Oh, nein. Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es... Es ist so schlimm. Doch, Sekundenkleber macht ich das weiß, schon. Das klingt jetzt total verrückt, aber
Die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Flicker flicken, eieiei. Wollte ich dich sowieso noch fragen. Oh, also bis nächste Woche bist du noch im Krankenhaus, ne? Ja. Ja, meistens immer so 2 Wochen nach der OP, glaube ich, Standard, ne? Aber dir geht's ja, wie gesagt, soweit auch gut, also keine Komplikation oder so. Aber ich hatte das nämlich auch mal, wo das mit meinem Bauch mit der Geschichte war, da hatte ich mich... Da hatte ich mich quasi schon drauf gefreut, aus dem Krankenhaus rauszukommen, aber ich habe dann so gemerkt, dass ich stärker werdende Schmerzen kriege. Also, dann musste ich nochmal operieren, weil sich da so eine Infektion dann bei mir ausgebreitet hatte. Und ja, die musste dann auch nochmal raus. Das war so wegen den Schläuchen, die ich da drin hatte. Und ja, super dann. Aber wie gesagt, ich will da weder Angst machen noch sonst was, aber es ist bei dir ja alles soweit okay, gehe ich mal von aus. Ja, ach ja, du bist ja auch zweimal. Ja, ja, stimmt ja. Ja, du hattest ja das beim ersten Mal. Oh ja, ich hab das ja schon wieder völlig verdrängt jetzt. Ja, ja, ja. Nee, aber. Ach, hier ist noch eine Köchin, die noch gesucht wird. Ach, ich habe ja noch nicht so wirklich viel gefunden. Nee, aber, ja, ich weiß nicht, witzig. Also, aller guten Dinge sind manchmal zwei, ne? Also, Mensch, du. Aber ich glaube, freust dich auch schon, dass du da endlich aus dem Krankenhaus rauskommen kannst. Das war ja auch, wie gesagt, jetzt nicht so schön alles. Aber wie gesagt, wer ist da schon gerne im Krankenhaus und schön ist das schon gar nicht. So. Ich würde sagen, wir fliegen da nochmal hin. Startklar, los geht's. Und dann würde ich jetzt auch demnächst Schluss machen für heute, weil ein paar Sachen liegen tatsächlich heute auch noch an und ich weiß noch nicht ganz genau, vielleicht mache ich heute Abend nochmal irgendwie, aber weiß ich noch nicht hundertprozentig. Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen. Reparieren wir das Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mords behaupten. Das sieht ja schon wieder sehr nice aus hier. Hoffe ich auch. Also ich weiß, da wiederhole ich mich, aber das wirklich, diese Welten, die sehen wirklich aus, als wäre da Leben halt. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, an dieser Stelle werde ich mich jetzt mal langsam ausklinken. So. Ja, ganz chillig hier mal. So, ja, ich hoffe, man kann mich noch gut verstehen. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute. Und ja, was hattest du noch geschrieben? Hamis Bruder hat volle Arbeit geleistet. Volle Arbeit? Okay, ja, sehr schön. Ist dein Bruder Arzt? Oder wie? Oder was? Wie muss ich das verstehen? Ja, und Laptop und Headset da, das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, ich hatte mich, wo ich das letzte Mal im Krankenhaus war, auch gut ausgerüstet. Ich glaube, ich habe meine Switch Lite dabei oder so irgendwie. Ist ja doch ein bisschen eintönig da. Also den meisten hat man ja zumindest irgendwelche Dinge, dass man da vernünftig was gucken kann. Oh, praktisch. Das ist natürlich gut. Ja, dann bist du natürlich auf jeden Fall in guten Händen gewesen, ne? Das ist cool. Ja, schön. Oh Mann, du. Da wird ich das. Operation, du. Aber wie gesagt, ich persönlich sehe das immer so von der positiven Seite so, endlich mal wegknacken hier. Mal in Ruhe schlafen da. Hauptsache, man wird immer noch mal wieder wach, ne? Das ist, wie gesagt, so eine Narkose ist ja auch nicht immer 100% sicher, dass man da... aber wie gesagt, toi toi toi, ist ja alles gut. Und wir sind ja Gott sei Dank in Zeiten, wo das eher seltener passiert, dass da wirklich... ja, was Schlimmes passiert. Wieder Komplikation ist natürlich immer nicht so schön, aber ist ja zum Glück alles jetzt so gut gelaufen. Und wie gesagt, wir haben ja heutzutage viele Möglichkeiten da oder viele weitere Erkenntnisse, die uns da auch so ein bisschen die Genesung da ein bisschen besser und schneller vollziehen lassen oder beziehungsweise dass das dann besser wird. Aber genau, ich hatte ja eben oder vorhin hatte ich ja schon mal angefangen mit dem Maskottchen und so. Ja, die Dinger sind da und
Ich wollte da demnächst auch noch mal ein bisschen was machen hier beim Design. Ich warte ja immer noch auf mein Intro und die Überblenden. Da, aber da das jetzt auch gute Kumpels von mir machen, die haben da halt auch nicht den ganzen Tag für Zeit, ist es auch okay, wenn das mal 1, 2, 3, 4 Wochen länger dauert. Alter, jetzt so nicht. Funktioniert ja soweit alles ganz gut. Und ja, wie gesagt, so im Großen und Ganzen bin ich jetzt auch hier schon super zufrieden. Und ja, also vom Chat her auch immer schön, wenn da ordentlich was los ist. Wie gesagt, wir haben ja heute hier ordentlich die Zeit genutzt zum Plaudern. Das tat auch mal wieder ganz gut, weil wir hatten ja schon im Moment nicht mehr so richtig viel voneinander gehört. Vor allem im Chat jetzt war ich mal ganz happy, dass da von dir wieder so ein Lebenszeichen hier auch gekommen ist. Aber wie gesagt, wir haben ja so auch offscreen ja auch schon mal das ein oder andere Mal geschrieben. Und dass es dir da wieder besser geht, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und das freut mich. Und ja, wie gesagt, für heute, oder was heißt für heute, für jetzt bin ich erstmal durch mit Ratchet & Clank. Und vielleicht bin ich heute Abend nochmal online. Ich muss mal gucken, was der Tag so hergibt, sage ich mal. So ein paar Sachen muss ich jetzt nochmal legen, wie es mir heute Abend geht. Weil, wie gesagt, mein Sonnenbrand, der prickelt da schon wieder so ein bisschen. Und ich muss den heute noch ein bisschen auskurieren und mal gucken, die Sonne ein bisschen zu meiden. Aber ich sag mal so, die Mittagssonne, naja, vorbei ist sie noch nicht, aber zum Teil habe ich die jetzt schon mal ein bisschen umgangen hiermit. Und ich sage auch, warum nicht auch mal die Zeit hier im angenehm kühlen Keller nutzen, wenn es draußen so knackeheiß ist. Wie gesagt, ich bin da zwar auch ein Freund davon, dass die Sonne scheint und dass es schön warm ist, aber das ist mir dann auch immer zu heiß. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich heute Abend nochmal online gehen sollte, wenn du dann auch dabei bist und natürlich auch alle anderen, ob jetzt hier on demand noch geguckt oder vielleicht auch nochmal zwischenzeitlich reingeschaut. Folgt mir doch gerne auf dem Kanal, unterstützt mich damit ein bisschen und seid gespannt. Auf jeden Fall zum 2.7. könnte es auch noch eine kleine Überraschung geben aus dem musikalischen Bereich. Da bin ich jetzt gerade noch was und das mit ein paar Leuten am Ausklamüstern. Und ja, dir auch auf jeden Fall einen schönen Nachmittag noch. Und von meiner Seite, ja, ich sag es mal, habt auf jeden Fall einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Bleibt gesund und geschmeidig und seid euch sicher, I'll be back. Auf jeden Fall und vielleicht sogar heute Abend. Und ja, bleibt alle sauber, gesund, geschmeidig, alles so weiter. Euer Alex, der freundliche Streamer aus der Nachbarschaft. Und ja. Hasta la vista, baby. So ein Spielkram hier. Das muss sein. Alles klar. So, und einer noch hinterher. So, jetzt ist hier Feierabend. Jetzt könnt ihr erstmal ein Aspirin nehmen. Genau, so sieht das aus. Haut rein, Leute. Bleibt gesund. Tschüss.